Franz Meerstorm. Günther Willers. Und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Was ist? Hast du was? Ach so, ich dachte schon, es wäre was. Was? Ich hab gedacht, bei dir wäre was. Nee, ist nix, siehst du ja. Na, hätte er sein können. Fahr mal schon vor, ich komm dann nach. Brauchst mich nicht, hä? Nee, fahr mal schon vor, ich find das dann schon. Weißt du, wo es hingeht? Ja, na klar. Ich meine in Saloniki, du holst mich bestimmt nicht mehr ein. Lass mich jetzt endlich in Ruhe. Ja, gut, shit.
Kennst dich nicht aus hier, was? Ja. Wo musst du denn hin? Universal Transit. Fährst du geradeaus? Ja. Mist. Verlust. Ja. Canestinacchi! Canestinacchi! Heißt der Giallo! Heißt der Giallo! Canestinacchi! Hey, halt mal ab. Canestinacchi, fahr los! Fahr los, fahr doch gehen! So schwer was los hier. So. Mann. Ich helf dir nachher. Ich helf dir nachher, wenn du willst. Ja, okay. Los, weiter! So. Da vorne das graue Gebäude. Das graue Haus. Ah ja. Mach dir den Kram. Okay, gerne, ja, mach. Kannst du Griechisch? Nee. Dann gib mal her. Ich mach dir Sachen hier für die Deutschen. Die kennen mich hier alle. Verdammter Mist. Heute ist wieder schlimm. Bin früher selbst gefahren. Aber dann war Schluss. Alles zerfressen. Ich bin der Otto. Günther. No, όχι, νωρίς είναι. Μετά, μετά. Θα το αναλάβουμε το ξεφορτώσω. Ναι. Die haben mit dem Zeug noch gar nicht gerechnet. Ja, die müssen raus, die Kompressoren. Das ist Zufracht. Ich muss gleich weiter, Mensch. Die laden es aus. Wir müssen bloß noch auf den Zollmenschen warten, wegen der Plombe. Hast du Zigaretten? Ja, ich habe welche im Wagen für euch. Und sei nicht so sparsam. Wir sind alle starke Raucher hier. Geht schon klar. Nicht Raucher, ne? Ja. Wenn du mir 20 Mark gibst für den Handel, geht die Sache in Ordnung. Okay, da läuft es aber auch wieder auch. Garantiert. Ne? Ne? Ein Taxi, Taxi. So. Der Zoll kommt in einer Viertelstunde. Das ist ein klasse Wald, was? Mann, Mann. Calypso heißt sie. Der Typ da, kennst du den im hellen Anzug? Der im Schlafanzug, das ist der Sengle. Genau. Sengle. Kennst du den? Ja, den kenne ich. Was macht denn der hier? Der hat eine Spedition. Die läuft ganz gut. Der Sengle? Eine Spedition hier? Ja, sicher, mit einem Griechen zusammen. So vor einem halben Jahr ist er eingestiegen ins Geschäft. Wo ist denn das? Die Firma. Da drüben. So, jetzt fahr mal deinen Sattel an die Rampe, die wollen ausladen. Sag mal, ist das weit, die Firma von Sengle? Nee, da runter. Du bist die Straße runter. Du, ich müsste mal mit dem reden, weißt du? Mit dem Sengle? Ja. Ja. Du, Günther, warte mal einen Moment. Danke! Siehst du, wie das läuft? Die kenne ich persönlich. Du, der Sengle, der wollte nach Hause. Der hat eine Villa da draußen, eine Mordsvilla. Ja. Sag mal, du wolltest das doch für mich machen, ne? Ja, klar, geht in Ordnung. Ja, ich muss mich mal zu dem ausfahren. Ja, ja. Du musst nach Perea fahren. Panorama, kannst du dir das merken? Perea, Panorama. Ja, brauchst ein Taxi. Nee, wieso?
Καλημέρα. Καλημέρα. Sprechen Sie Deutsch? No. Do you speak English? No. Parlez vous français? No, français spreche ich wieder nicht. Ich habe Durchfall, verstehen Sie das? Durchmarsch. Oh Gott, Mann, ich kann Sie da nicht mit aufs Klo nehmen. In meinem Bauch, da rumpelt und pumpelt es immer ganz furchtbar und dann... Pst. Ah, Diarrhea. Diarrhea, das ist das Wort, ja. Das sagen wir auch dazu. Diarrhea. Dankeschön. Was du? Jasch. Because the track delay is here. Universal Transit. What? Okay, ich fahr mal zu vorne. Mit deinem Bein? Ach, Karl, Mensch. Otto, der Große. Otto, der Größte. 68 Stunden an einem Streifen, Otto. Ja, tot. Jetzt bin ich Agent hier, du. Hier, Saloniki. Du, willst du Kaffee? Ja. Du, Kaffee. Nimm mal, ich komme mal spielen. Was das hat sich zu ergeben? Ich bin hier hängen geblieben. Ich wäre ganz gern wieder auf Achse. Wenn es mit meinem Magen nicht wäre. Du weißt, mit deinem Bein. Das war harmlos. Mein Magen. Gastritis. Ja, ich verstehe. Otto, ich habe ein Problem. Ich suche einen Kollegen, der heißt Villas. Das ist doch hier die Universaltransit, ne? Ja, schon. Aber der ist nicht da. Nee? Nee, der musste ganz schnell mal weg. Drum mache ich ja den Kram für ihn. Wo ist er denn hin? Sag mal, du fährst doch immer noch für die Mittermann, ne? Ja. Du, die ist in Ordnung, die Silvia. Da brauchst du gar nicht so dämlich zu grinsen. Und der Sengle, hast du mit dem auch zu tun? Ja, wie kommst du denn auf Sengle? Ja, weil, ich meine, habt ihr was mit dem, Willers und du? Nein, wieso? Weil der Willers unbedingt hin wollte zu ihm. Zum Sengle? Ist denn der hier? Ja, sicher. Sag mal, wie stehst du denn zu dem? Kennst du den echt? Ich kenne den kaum. Ich weiß nur, dass der Willers mal einen unheimlichen Ärger mit ihm hatte. Weil der Sengle ihm die ganze Fuhre unterm Arsch wegverkauft hat. Und jetzt verkauft der LKWs, du. Aber wie? Wie eine Eins, du. Nur unter uns. Ja, verstehst schon. Das ist doch... Von mir aus kann er seine Geschäfte machen. Das geht mich überhaupt nicht an. Gar nicht. Ich meine doch den Villas. Mensch, ich hab mit dem Termin fragt. Da kommt er hier runter und fängt mit einem Gangsterkracher an, der ihn schon mal 40 Tage lang in den türkischen Knast gebracht hat. Also ich traue keiner Seele mehr. Ich sag dir, wenn er diesmal Mist macht, dann knallt's, dann... Dann machst du hier ein Klo? Ja, du, da drin. Dann knallt's, sag ich dir.
möchte Herrn Sengle sprechen. Ich will zum Sengle. Das geht nicht. Mr. Sengle ist beschäftigt. Was das heißt hier Mr.? Das dürfen Sie nicht. Da ist er doch. Wie geht's uns denn? Hm? Kennst mich nicht mehr? Was willst du hier? Ich hab zu tun, ich habe Besuch. Das stört mich gar nicht. Bleiben Sie ruhig sitzen, wir haben es gleich. Dann lass uns nach nebenan gehen. Komm. Schön hast du es hier. Schön, schön. Und sowas, das hätte ich auch gerne getrunken in dem Loch in der Komm, Türkei. Lass uns nach nebenan gehen. Wir alles in Ruhe. Was sollen wir nebenan reden? Excuse me, sir, would you be so kind as to wait outside just for 5 minutes? Oh, bleiben Sie ja, ruhig hier, bleiben Sie ruhig hier. Sie haben ja sicher ein dickes Geschäft vor. Sei still, ich warne dich. Jetzt will ich dir mal was sagen. Du hast mich aufs Kreuz gelegt und das hast du nicht umsonst gemacht. Excuse me, Mr. Sengle, I must go. It's a little bit noisy around here. Ach ja. We can talk about business. Aha. Ich aber. Please, wait just 5 minutes. Du kommst aber sehr stark vor. Ungeheuer stark. Kommst hierher und nimmst den wilden Macker. Was willst du eigentlich? Willst du Geld? Darüber lässt sich reden. Nicht interessiert. Du kriegst jetzt von mir einen saftig in die Fresse. Einverstanden? Nein, sagen Sie nicht! Oh. Tja, war wohl nicht anders zu machen, ne? War mein Vergnügen. Wiedersehen. Calypso! Ich muss hier weg. Nehmen Sie mich bitte mit. Sie sind überrascht, nicht? Ich bin fertig mit ihm. Ich habe ihn gefragt, ob es wahr ist. Was war es? Na, das mit Ihnen, was er gemacht hat in der Türkei. Ja, ausgetrickst hat er mich, und? Ja, das hat er mir auch gesagt. Und dann hat er auch noch gelacht. Ich bin endgültig fertig mit ihm. Wo wollen Sie hin? Ins Café. Einfach weg von hier. Sie glauben mir nicht? Doch. Warum nicht? Gehen wir ins Café? Da können wir reden. Aber Sie müssen mich einladen. Ich habe kein Geld bei mir. So. Wenn's das nur ist. Fertig. Und von Villas nicht zu sehen. Und ich habe die noch extra angespitzt. In der Mitte. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Man müsste diesen Sengle mal anrufen. Der hat doch ein Telefon, oder? Ja, sicher. Aber gibt's hier nicht ein Telefonbuch? Könntest du da nicht mal nachgucken? Ja. Ich rufe mal die Auskunft an. Hans? Ja? Komm mal, ich hab die Nummer hier. Danke. Mist, da meldet sich keiner. Ja, vielleicht kommt er ja gleich. Ich habe gerade gedacht, es wäre. Ja, ist er aber nicht. Weißt du, der Willers ist manchmal wie ein Kind. Und ich komme mir schon vor wie sein alter Papa, der dauernd auf ihn aufpasst. Das stinkt mir langsam. Ah, da kommt der Dritte.
Du, die Dinger da draußen, die drei, die sind für einen Sengel. Die haben sie gerade gebracht. Der macht vielleicht einen flotten Handel. Ja, mein lieber Schwan, du. Aber meinst du, dass da irgendeiner was gegen unternimmt? Keinen Finger machen, die kommen. Du, mir hat mal einer erzählt, ein Beamter. Ein Drittel von den Autos hier sind illegal. Stell dir das mal vor, ein Drittel, du. Weißt du, Otto, das interessiert mich alles nicht so sehr. Mich interessiert, wo der Willers bleibt. Schon Kaffee, ich komme gleich. Okay. Türkischen Kaffee, zweimal. Wir haben kein türkischen Kaffee. Wir haben nur griechischen Kaffee. Wieso? Ist doch dasselbe. Ich glaube, der Kellner ist etwas sauer. Was ist sauer? Böse, wütend, weil ich türkischen Kaffee bestellt habe. Haben Sie? Oh mein Gott, ganz schlimm. In Griechenland keine türkische Kaffee, ganz schlimm. Sos paragalo, mit dem Barexilite Xenosin. Warum ist das so schlimm? Ist doch dasselbe, oder? Ganz schlimm. Beleidigung. Sie wissen doch, zwischen Griechenland und Türkei war Krieg. Ja, ich weiß. Ich bin so froh. Ja? Wirklich. Sie haben mir die Augen geöffnet. Ich meine Sengle. Er ist ein Zwein. Und ob? Mein Gott. Leute von Sengle, sie haben uns verfolgt. Ich kenne sie. Sengle bezahlt sie. Der eine heißt Minus, ganz brutal. Hinten ist ein Ausgang. Komm schnell. Komm schnell. Wieso sollen wir ihn abhauen? Die können doch hier gar nichts machen. Ich habe Angst. Komm schnell. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Nur steig ein. Du, der braucht aber mal eine fliegende Hand, oder? Der Sengle ist hinten an der Pier. Das ist er? Genau. Die drei, die sollen morgen früh verladen werden. Destination Djibouti. Der macht vielleicht einen Reibach, mein Lieber. Ach. Tja, du, und der linke vom Sengle, das ist seine rechte Hand, das ist der Georgios, ein ganz schlimmer Finger. Sag mal, wieso kannst du denn sicher sein, dass die geklaut sind? Woher weißt du das? Hast recht. Vielleicht sind die zufällig reell. Naja, dann wollen wir mal. Manchmal klemmt sie. Ach, scheiß Tür. Ist ja schlimm mit deinem Magen, ne? Oh. Nochmal! Ah, gut. Herr Sengle? Eine Sekunde. Mein Name ist Meerstonk. Ich suche einen Kollegen von mir, den Willers. Ich habe gehört, der war bei Ihnen. Wissen Sie, ich sitze hier wie auf heißen Kohlen. Wir müssen weiter. Naja, Herr Willers. War er nicht bei Ihnen? Doch. Ja, und? Ich halte den für einen ziemlich unangenehmen Burschen. Das kann schon sein, aber ich suche ihn. Wir haben Fracht, wir müssen. Astronomia. Was?
Polizei beraubt. Was meinen Sie damit? Die Polizei hat ihn festgenommen. Den Villas festgenommen? Ja. Warum denn das? Er versucht, meine Freundin zu vergewaltigen. Ein Jahr kriegt er da mindestens. Das glaube ich nicht. Doch, da kennen die nichts. Das glaube ich nicht, das macht der Villas nicht. Von mir aus. Georgios, erledigt sie alles. Wenigstens sitzt er, damit hat sie. Haben Sie ihn wieder reingelegt? Ja. Mit einem ihrer faulen Tricks. Ihr haltet mich wohl für einen Idioten. Macht das wohl. Die Idioten seid nämlich hier. Der Villas guckt ihre Freundin gar nicht an. Der hat ganz andere Weiber. Schmeiß deinen Trecker an. Ach, Mist, Karre, Mensch. Schaffen wir das mit dem Auto? Ja, Mann. Hör mit der Tür auf. Hab ich frisiert, du. Was meinst du, wie der verdichtet? Bei 5000 Umdrehungen, der spuckt dir 70 PS aus. Ja, Mensch. Da kommt er. So, jetzt reden wir mal Tachlis. Entweder der Villas kommt sofort frei oder Sie kriegen Ärger mit mir. Jetzt bleiben wir mal ganz cool. Ich sehe das wie ein Geschäft. Die Lastwagen, die Sie da verkaufen, die sind doch geklaut. Von mir aus verkaufen Sie sie. Aber sorgen Sie dafür, dass der Villas freikommt, sonst verkaufen Sie nämlich gar nichts. Ach, so meinen Sie das? Ja, so meine ich das. Sonst hetze ich Ihnen nämlich die Bullen auf den Hals. Sie sind ja wirklich naiv. Glauben Sie mir ernst, ich klaue LKWs? Ob Sie sie klauen oder klauen lassen, ist mir wurscht. Und das erzählen Sie jetzt der Polente? Ja. Und was versprechen Sie sich davon? Wenn Sie Glück haben, kreuzen die bei mir auf und wollen meine Papiere sehen. Und dann? Dann geben Sie sie mir zurück und sagen, alles in Ordnung. Ich verlade meine Schlepper und die Soße hat sich. Schöne, saubere Papiere, das kenne ich. Aber in Wahrheit sind es doch dreckige, gefälschte Pappen. Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Das beweise ich Ihnen auch. Das ist doch zum Totlachen. Wissen Sie was, erzählen Sie der Polizei, was Sie wollen, aber steigen Sie jetzt aus und machen die Fahrbahn frei. Okay. Sie wollten es nicht anders. Und noch eins. Ich kann auch anders. Na, wie sieht's aus? Schlecht. Aber so schlecht nun auch wieder nicht. Sag mal, da sind da irgendwelche Leute. Quatsch, Mensch. Die stören uns nicht. Bloß die Wachleute, da müssen wir aufpassen. Also, weißt du, ich würde einfach so einen Wagen wegfahren. Vom Gelände kommen wir auch, da sehe ich eine Möglichkeit. Und dann würde ich zum Sengle gehen und sagen, so, und jetzt gib den Villas raus. Der Sengle ist da im Druck, der will doch morgen verladen. Otto, ich fahre doch jetzt nicht so einen Wagen vom Hof. Was willst du denn die Nummern überprüfen, so ein Umstand? Das ist doch kein Umstand. Entweder die Fahrgestellnummern sind echt, dann sind die Papiere gefälscht, oder die Papiere sind echt, dann sind hier die Fahrgestellnummern umgeschlagen. Da gibt's beim Huckverband in Deutschland eine Stelle, wo das alles fein säuberlich registriert ist. Und die kriegen von mir heute noch einen Telex. Hast du mal was zum Schreiben? Ja. Na los. Sag schon. Moment, ich mach erst mal voll den Dreck an. Warte mal, hier hast du einen Lappen. Ah, danke. F88 32TS 333. Meinst du echt, die können mit der Nummer was anfangen? Na klar. Sämtliche Diebstähle werden zentral gespeichert. Die haben da auch sämtliche Nummern. Das ist nicht nur eine Sache von den Versicherungen, sondern da mischt auch das Bundeskriminalamt mit. Ich hoffe nur, dass das deutsche Konsulat heute Abend mein Telex noch wegschickt. Was denn? Du willst ins Konsulat heute Abend noch? Natürlich. Ist doch kein Mensch mehr da. Am besten du gehst ins Hotel, ins Arcadia. Das ist ein Schuppen, da haben die alles. Ah, das ist gut. Hast du das Fabrikat mit aufgeschrieben? Ja, klar. Dass es keine Unordnung gibt. Mensch, meinst du, ich bin blöde? Nee, du bist schwer in Ordnung, Otto. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich schon längst aufgeschrieben. Ja, mach keine Sprüche. Ich hoffe, dass ich mich eines Tages mal revanchieren kann. Ja, Mensch, mach weiter. Wo ist das Hotel? Im Zentrum, in der Makedonia. Ist nicht weit von hier. Also schreib, F89. Ja. F89. 4X2. 38T. Ich komme hier schon alleine klar. Weißt du, was du jetzt machst? Nee.
Du versuchst jetzt am besten mit Hilfe der Polizei rauszukriegen, wo der Villas seine Zugmaschine abgestellt hat. Okay. Wenn du sie gefunden hast, hängst du den Auflieger an und fährst auf den Zollhof. Parkst das Ding am besten neben meinem Wagen. Aber pass auf, dass uns der Sängler nicht noch einen dingelt. Alles klar. Okay. Ja, bloß das klappt nicht. Wieso nicht? Oder hast du den Schlüssel für Villas seine Maschine? Ach so. Der Villas hat seinen Zweitschlüssel hinterm Reserverad. Wie schlau, du. Scheiß Karre! Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie Telex? Sprechen Sie Deutsch? Bitte, ja. Ich habe ein dringendes Telex aufzugeben nach Deutschland. Ginge das hier? Natürlich. Ja. Könnten wir das dann machen? Wie meinen Sie das? Ich meine, ich habe ein dringendes Telex nach Deutschland. Können wir das jetzt machen? Sind Sie bei uns Gast? Nein. Mein Herr, das ist hier ein Hotel. Und wir tun alles für die Gäste unseres Hotels. Ja, ich weiß. Aber nur also für gut, die Gäste. Geben Sie mir ein Zimmer. Das Billigste, bitte. Das Billigste. Darf ich Ihren Pass haben? Ja. Bitte. Wo ist der Telex? Daneben. Danke. Verzeihung, reisen Sie morgen ab? Nein, nein, erst übermorgen. Bitte schön. Aber sicher fahren wir morgen, dann haben wir einen Tag mehr in Athen. Ja, was willst du denn in Athen? Wir fahren nach Rhodos. Du weißt doch genau, dass ich nicht gern mit dem Schiff fahre. Sollen wir vielleicht fliegen? Nein, wir mieten uns ein Auto. Pass mal auf. Wir können diese Strecke nehmen oder die. Aber die da ist viel besser, da haben wir nämlich die Autobahn. Also wenn überhaupt Athen, dann mit dem Flugzeug. Da siehst du doch überhaupt nichts von der Landschaft. Ja, auf der Autobahn siehst du eine Autobahn. Ich erwarte eine Antwort auf den Telex. Das kann ein paar Stunden dauern. Sagen Sie mir bitte sofort Bescheid. Ja, sehr wohl, bitteschön. Du mitkommen. Bleib ich noch eine Nacht. Ich sage, du mitkommen. Was ist jetzt? Sofort. Kommst du mit zum Essen oder nicht? Zum Essen? Oh, da gehe ich auch mit. Hier ist ein Restaurant in der Nähe. Entschuldigung. Jetzt guckt der Typ aber blöd. Ja. Der Typ da, der Veilchentyp. Was denn für ein Veilchen? Der stinkt wie ein Veilchen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Ich erkläre es Ihnen später. Es geht nicht gegen Sie. Could you please wake me at 6 o'clock? Room number, please. 100. Yes, ma'am. Ich verlange jetzt sofort eine Klärung von Ihnen. Reg dich doch nicht schon wieder auf. Der Tisch ist gut da. Ich muss gar nicht aufhören. Ich habe doch wohl ein Recht zu erfahren, was hier gespielt wird, oder? Lassen Sie mich los. Sie haben mir eben das Leben gerettet. Was? Der hat eine Knarre. Wie bitte? Das Veilchen, der, den Sie eben gesehen haben, der hat eine Knarre. Und ich habe Durst, Herr Ober. Yes, sir. Bringen Sie mir einen Uso? Das ist ein Gangster und der hat Angst. Und nichts ist schlimmer als ein Gangster, der Angst hat. Warum gehen Sie dann nicht zur Polizei? Da liegt doch alles auf dem Tablett. Ich will aber meinen Kollegen freikriegen. Wir haben eine Terminfracht. Verstehen Sie? Mir ist schon richtig schlecht vor Aufregung. Ja, siehst du, der ist natürlich auch da. Ist auch einer von den Burschen. Oh Gott, ich habe solche Angst. Nun schreiß dich zusammen. Es kann gar nichts passieren. Kann ich Sie in der Lobby sprechen? Was gibt's? Ich habe nichts damit zu tun. Ich kenne den Herrn gar nicht. Gewiss, natürlich. Mr. Sengler möchte Sie sprechen. Kommen Sie mit. Nee. Ich will lieber den Vorschlag reden. Soll er herkommen? Das ist nicht gut. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ausgezeichnet ist das. Ich fühle mich wie in Abrahams Schoß. Das ganze Hotel passt auf mich auf. So eine Unverschämtheit, uns da einfach hereinzuziehen. Sei still. Gut, ich werde Mr. Sengler informieren.
Ja, bitte? Für mich einen Rezina und den Lammbraten hier. Ja. Und einen Salat, bitte. Ja. Da. Du denkst doch nur ans Fressen. Also jetzt langt's mir aber. Für mich nichts, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Ich bitte Sie inständig, lassen Sie uns in Ruhe. Gehen Sie jetzt endlich. Mein Zimmerschlüssel bitte. Das ist schön. Wenn das Telex kommt, rufen Sie mich bitte an. Das ist schön. Danke sehr. Fahren Sie rauf oder runter? Zum Zimmer. Ach, zum Zimmer, da komme ich mit. Wie? Ja, was soll ich denn machen? In meiner Bude sitzt das Pfeilchen, aus dem Hotel komme ich nicht raus. Und wo soll ich denn die ganze Nacht bleiben? Ihnen bleibt doch nichts erspart, was? Wie heißen Sie denn? Maria. Ich bin der Franz. Ich bin der Franz. Nun kommen Sie doch schon rein. Das fällt ja auf. Jetzt sprechen wir das mal ganz ruhig durch. Hören Sie doch auf zu weinen. Ich weine ja auch nicht. Ich meine, ich verstehe Sie ja. Sie müssen mich aber auch mal ein bisschen verstehen. Ich erwarte aus Deutschland eine ganz dringende Nachricht. Mensch, hoffentlich ruft er nicht auf meinem Zimmer an. Sie auf. Was ist denn los? Maria, mach doch auf. Machst du denn nicht auf? Was ist das denn? Gar nichts ist die Geschichte. Ist ganz also, anders. Das hätte ich nicht gedacht. Na, hören Sie. Also, das lasse ich mir nicht bieten. Oh, warum denn nicht? Weil überhaupt nichts ist oder war. Ah, oh, könnte aber doch. Nein, ihr vielleicht ja. Ruhe! Ich bleibe heute Nacht hier und da denken wir uns gar nichts bei. Die Sache läuft ganz einfach. Alles da, was ich brauche. Nur eine Wolldecke fehlt mir noch. Was gucken Sie denn so? Ich schlafe draußen und damit basta. Ist mir der Kerl die Tour nicht vermasselt. Ja, Meerstonk, Zimmer 329. Ich möchte nicht gestört werden. Auch wenn das Telex kommt. Nein, nein, ich melde mich dann schon selber. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Würden Sie mir bitte das Telex geben? Bitte schön. Danke sehr. Wann ist denn das gekommen? Etwa um 5 Uhr. Ich hätte Sie schon angerufen. Ah, das macht nichts. Das ist ausgezeichnet. Wunderbar. Ah, da sind Sie ja schon. Jetzt fahren wir zum Sängle. Wo sind denn die anderen? Ist der Typ noch auf meinem Zimmer? Rufen Sie doch mal an, der Typ kann jetzt runterkommen. Und damit zahle ich auch. Jawohl. Nein, ich bezahle nicht. Sollte er bezahlen, er hat doch da gewohnt.
machst ja einen ganz schönen Wirbel. Ich mach doch keinen Wirbel. Und was hattest du gestern Abend an den Lastwagen rumzufummeln? Hier, guck dir das mal an. Lies es dir mal in Ruhe durch. Gehören Sie auch zu seiner Truppe? I don't understand. Das macht nichts. Dir wird auffallen, Mr. Sengle, dass da gar nichts über dich drinsteht. Kann ich mich mal hinsetzen? Ich stehe hier so drum rum. Die wissen nämlich noch gar nicht, wer dahinter steckt. Aber sie werden es natürlich erfahren, wenn das mit dem Villas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Oder wenn sonst irgendeine Schweinerei stattfindet. What does it mean, all that? He knows everything. Und das Original liegt beim deutschen Konsulat. Und dabei liegt auch ein Brief. Und da ist von Herrn Sengle die Rede. Sie sind doch Geschäftsmann. Also, machen wir das Geschäft. Woher weiß ich, dass Sie sich dran halten? Was für Sicherheiten habe ich? Keine. Das ist das Leben. Was soll ich machen? What shall I do? We must think the possibilities. Okay, ich regle das. Ευχαριστώ, δεν καθίζω ώρα υπηρεσία, δεν το επιτρέπει ο κανονισμός. Ευχαριστώ. Hey! Να, alles klar? Sicher. Schnettfeld hat gesagt, wäre alles ein bisschen anders gewesen, hat die Anzeige zurückgezogen. Na also! Was hast du denn? Los, hau mir eine in die Fresse. Aber nicht hier, andere Seite. Mensch, ich bin so ein Idiot. Aber als ich den Sengle gesehen habe, da kommt die einfach nicht mehr. Wieso? Ist doch okay. Ich hätte ihm auch ein paar in die Fresse gehauen. Ist wahr? Ja. Dem muss ich einfach eine scheuern. Aber da legt der Kerl mich noch wieder aufs Kreuz. Aber diesmal habe ich ihn aufs Kreuz gelegt. Das ging auch gar nicht anders. Die Polizei hätte dich noch ewig nicht losgelassen. Komm, der Countdown läuft. Taxi! Was für ein Countdown? Ich glaube, ich muss ihn mal waschen lassen. Otto. Danke. Richter Kane ab, mach's gut. Du auch. Hast du das mit ihm erledigt? Alles klar. Wir sehen uns ja sicher mal. Der Magen wieder? Viel Glück. Mir geht's auch nicht so gut. Warte mal noch einen Moment, ich muss mal eben. Vertrag die Kosten nicht. Nix, nix. Du steigst jetzt in dein Auto und dann fahren wir sofort ab. Du hast jetzt genug Scheiße gebaut. Naja, dann noch ein bisschen und dann fahren wir. You'll be my love, you'll be my love, you'll be my sky above, you'll be my life, you'll be my life, you'll be my day.